Stimmt, dass im Pokal sehr viel möglich ist. Und was es heißt, in Hamburg aufzulaufen, weiß er am besten. Alexandros Alvanos, der Lübecker, der letztes Jahr noch mit dem VfL Gummersbach im Finale stand und der mit seinem Team heute eine Menge vorhat. Die Gastgeber aus Solingen in Weiß bis auf Döin in Bestbesetzung, unterstützt von begeisterten Zuschauern in einer ausverkauften Halle. Kleef. Und das 3:2 durch Jiří Vitek, EM-Teilnehmer für Tschechien. Erfahrener Spieler, und die Solinger hoffen ein bisschen darauf, dass sie unterschätzt werden vom Erstligisten. Und die Lübecker hatten so ihre Probleme. Großaktion von Mario Hunstock, dem Keeper der Solinger. Wiederum Kleef. 6:0 Abwehr bei Lübecker. Und trotzdem diese Lücke für Jens-Peter Reinertz. Nach 9 Minuten steht es 4:2. Alles ist möglich. Frühe Auszeit für Lübecker. Fußball ist es richtig. Ja, halten ruhig. Fehlbewegungen. Klare Absprache in Angriff. Die Absprachen nach wie vor nicht besonders glücklich bei Lübecke. Besser dagegen der Bergische AC. Und Jiří Vitek nach 13 Minuten gar 6:2. 4 Tore Führung. Er wirkte viel frischer als die 3 EM-Teilnehmer bei den Lübecker. Und die Atmosphäre für manche fast schon zu laut. 18 Minuten dauert es dann, bis Lübecke endlich aufwacht. Alvanos, 9:6, 3 Tore Rückstand. Schöne Einzelaktion des 29-jährigen Griechen. Torwartwechsel dann bei Lübecke, und er zahlt sich aus. Miloš Putera als Slowake erfolgreich gegen Henning Quade. Und in der 29 wiederum Alexandros Alvanos. Anschlusstreffer zum 8:9. Und bei dieser Eintoreführung bleibt es dann auch bis zum Halbzeitstand von 12:11, sodass der neue Solinger Trainer HD Schmitz und sein Kompagnon Krischer Hannawald weiter an alles im Pokal Mögliche glauben können. 5 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Jiří Vitek, sein 6. Treffer, erneute 2-Tore-Führung. Erstaunlich frisch, der 32-Jährige. Aber er hat auch 2 Spiele weniger in Österreich bei der EM in den Knochen als die Polen auf der anderen Seite. Alvanos und Artur Sjotmiak, einer von den 3 polnischen Nationalspielern bei den Ostwestfalen, verkürzt auf 13:14. Wenig später Jurecki, Anspiel auf Sjotmiak, der immer besser wird in der zweiten Halbzeit, Ausgleich. Noch einmal die polnische Gemeinschaftsarbeit. 2 Busladungen von Fans aus Ostwestfalen brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Michael Jurecki. Noch einmal feine Aktion von Mario Hunstock. Und die Chance für den Bergischen AC, wieder ranzukommen. Und dann so ein Abspiel. Ist das ärgerlich. Alvanos. Und das nutzt er zur ersten Führung für die Gäste aus Lübecke. 15:14 nach 37 Minuten. Die entscheidende Phase in diesem Pokal-Viertelfinale war von der 40. bis zur 45. Minute. Sjotmiak, angespielt von Alvanos, mit dem 16:18. Er und Alvanos brachten zur Freude ihres Trainers die entscheidenden Impulse. Die Abwehr viel sicherer als zu Beginn des Spiels. Die Kräfte wohl auch deutlich besser bei Lübecke mit dem stärkeren Kader. Und dann hier das 20:16 durch Alvanos. Das war spürbar die Entscheidung. Das 7. Tor des überragenden Griechen. Erfreulich aber, dass der Bergische AC aus Solingen nie aufgab. Exemplarisch der Wille hier von Kapitän Sebastian Hinze, der sich da gegen 2 Abwehrbrocken durchsetzt. Sie riskierten alles. Die Zweitligisten aus Solingen nahmen sogar den Torhüter raus zugunsten eines 7. Feldspielers vorne rechts im Bild. Riskant und nicht erfolgreich, aber dafür ein seltenes Tor. Ein Tor eines Torhüters von Miloš Putera, der sich zurecht freut, aber vor allen Dingen natürlich glücklich ist über
einen Sieg in einem spannenden Spiel, der selbstgerecht mit 26-22 für den Erstligisten Lübeck geendet. Freude und Leid also beim Thema Pokal Final Four lagen heute dicht beieinander. Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat wirklich alles gegeben. Wir haben taktisch alles versucht, aber letztlich hat sich gezeigt, dass so ein Erstligist, der personell so gut besetzt ist, einfach etwas mehr Substanz hat. Das ist richtig, richtig ein Traum, richtig ein Wunder, was wir heute geschafft haben. Neben dem sportlichen Erfolg darf sich Lübbecke auch auf rund 150.000 Euro Zusatzeinnahmen beim Final Four in Hamburg freuen.